So, Satta Hugo vor 4 Stunden raus hochgeladen. Da gehen wir natürlich rein. Der Loser des Abends, gucken wir mal, wen er damit meint. Ich hole mir währenddessen nochmal Bonbons. Bis gleich. Und das letzte hat 850 Watt. Don't call it a comeback. Oh, nice, ja, Baby. Wahrscheinlich ist das Fake, Bro. Ich tu mir bewusst weh, damit ich in einem saftigen Tipp lande. Ich hab das gefaked. Wie geht's euch? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ja, boah, ja, Digga. Nee, könnt ihr ja noch nicht, weil heute ist erst Freitag, Digga. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Schönster Filmmoment von Jeremy ab. Boah, Jeremy Fragrant, Junge, der echte. Der hat sich auch bei mir gemeldet. Will man was machen gemeinsam? Sollen wir mal mit dem was machen oder was? Was denn? Nein, ich würde eher, also ich hab. Nossi mit Jeremy Fragrance, das würde ich auch so fühlen. Bruder, würde ich mich so totlachen. Ja, aber momentan auf Barillo. Ach du Scheiße. Wisst ihr, wenn ihr gute Laune haben wollt, dann geht ihr auf den Song von Barello. Boah, Junge, boah, da geh mal steil, bleib. Ganz wichtig, mute. Dann lest ihr euch die Top-Kommentare durch. Ich sitze im Rollstuhl und dank dem Song kann ich nun nach 45 Jahren endlich wieder laufen, um den Song auszumachen. Danke, Barello. Wenn ihr den Song auf Lause stellt, dann ballert es noch mehr als sonst. Meine Freunde gehen mit Fram, Fram, Fram. Ich hab heute nicht gepennt, pennt, pennt. Sehr schwach angefangen, aber dafür stark nachgelassen. Ich höre den Song immer, wenn ich keinen Bock auf Schule habe, dass mich das wieder daran erinnert, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Okay, warte mal, Knossi. Ah, Digga, ja, weiß ich nicht, Digga. Barello feier ich auch nicht so krass, Digga. Aber finde ich schon gut, dass man sich über den lustig macht. Weil der hätte auch ganz schön viel Scheiße gebaut, ne? Das Video müsst ihr auch nochmal irgendwann gucken. Stance, da gibt es bestimmt Ausschnitte beim YouTube. Pass doch mal auf jetzt. Muss da irgendeiner, legt euch mal illegal hoch. Hör da auf. Knossi, Let's Dance, aber sind ein paar Sachen da. Ein paar Sachen sind da. Aha. Von gestern ist auch was da. Ah, es ist der von gestern. Hat irgendeiner hochgeladen. Okay, guck mal rein. Ah, Baby. Was? Was? So ist es aber nicht bei RTL nochmal. Was ist denn das jetzt? Fast updates about trending videos. Just subscribe my YouTube channel and was press ist the das icon denn? To get the notification and to get further information about Nossi and Isabel. Was ist denn das? Was war das? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh Mann, ich finde den ja nirgends. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Breaking News today? Wer ist das denn? Wieder so ein Video. Sind das irgendwelche Tanzstars oder was? Nosy and Isabel. Ja. Was? Was ist das? Hä? Bruder, bei was für Videos ist er da gelandet? Okay, hier ist der Tango. So, Freunde, jetzt ist Knossi dran. Er macht den Film. Ich bin wirklich gespannt. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann zieht diesen Kanal nicht mehr und halt hier, Alter. Babini, rein in Olga. Mir wurde es nur berichtet, Chat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Max soll irgendwie so am Ende der No Food Challenge richtig sauer gewesen sein. Hat man das im Stream, wenn man aktiv zugeschaut hat, bemerkt, dass der richtig mad ist? Also auch, dass die Zündschnur kurz ist, so richtig schön. Ey, ich hab Hunger, ich bin sauer. Ich hab früher bei der Joghurt mit der Ecke immer nur die Ecke aufgemacht, diese Schokodrops da rausgegessen und den Joghurt in den Kühlschrank gestellt. Ihr braucht safe länger als 2 Stunden. Ja, wenn wir 2,5 km/h gehen, 2 Stunden lang für 5 Kilometer, brauchen wir safe länger. Du schaltest jetzt ab und machst den Matheunterricht weiter. Es ist 12.30 Uhr, Pause ist vorbei. Also man hat schon gemerkt, aber am Ende mad, Digga. Der hat sich auch über irgendwie lustig gemacht, hab ich ja letztens erzählt, Digga. Climax ist wirklich der Beste, Digga. Eine Suppe, eine Brühe nur. So gehört sich das, Kato. Warte. Ja, die 11, ich hab keinen Bock. Ich moderiere nicht mehr ab hier. Mal ein bisschen dichter ran hier. So, jetzt hier. 5, 4, 3, 2, 1. Ist das Event jetzt endlich vorbei? Unnötig es. Ja, Mann, genau das ist das, was ich meine. Er hat ihn auch. Oh, hör zu. Der hieß Candid, 89. Der ist 5 Jahre älter, der ist irgendwie 34. Es ist Samstagabend, 22:45, Primetime der Woche. Der ist in dem Stream, den er hasst. Der ist einfach der Loser des Abends. Wie geil, Alter. Und der ist so 35 oder so. Wie peinlich. Der Hut. Es dauert nicht mehr lang, dann chillt Max auf. Digga, ich schwöre, er hat ihn so gegeben. Ne? Er hat ihn so gegeben, dass Trimax mal Huren so und sagt. Bruder. Oder du Trimax hier. Digga. What the fuck? Deswegen wollte ich nicht haften. Der schreit immer so. Es ist, nee, das war schon wieder. Endlich ist die Scheiße vorbei. Ich muss ja jeden Tag 12 Stunden zu. Der ist so ein Loser. Ja, Bro.
Oder er hat nicht gegen Isa im Armdrücken verloren, ne? Oh, passiert, ganz ehrlich, normal. Armdrücken ist übel schwer. Elio Willi, oh bitte wähl die aus. Wenn Isa nochmal so schreit, dann kriegt die von mir eine Fristlose aus dieser Wohnung. Ihr denkt so, oh mein Gott, wie lässt sich das gefallen? Das sind alles Beweise. Ich habe einen Ordner, da sind schon 30 Clips drin. Es geht um den Vorwurf der häuslichen Gewalt. Ab in Knast. Ja, Bruder, jetzt. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt gerade Musik hören, oder nicht, Anni? Ey, wir müssen kurz stören, okay? Ich schwöre, ich liebe meinen Chat, der ist halt immer so dolle verloren. Ich hier was zu essen. Ja. Ey, Leute, brauchen wir noch so eine Packung Nutella? Aber wir haben keinen Gewürz. Aber nicht süß. Oh mein Gott, wir noch ruhig, geil, doch. Ich persönlich nehme immer noch Ketchup, in dem Fall nur Produktplatzierung, nämlich heller Gewürzketchup. Chili! Ist auch mit Abstand der beste Ketchup. Oh mein Gott, das ist der. Nur, kurz, change your mind, Digga, Sriracha-Soße, nochmal anderer Game-Changer. Stokes Chili Ketchup, der gute. Barbecue, das Kaffee Original. Digga, haben die sich alles mitgenommen, einfach? Die geile Mayonnaise. Bruder. Oh mein Gott. Nochmal zeigen. Er ist ein Profi, Digga, ohne Spaß. Die looten einfach, Digga, ist so. Das ist so der ehrenloseste Beutel überhaupt. Digga, es liegt ihrem Scheiß ernst. Waren die vorher nicht einkaufen vor ihrer Tour oder was ist das? Ey, Hugo, wir gehen schon mal vor, komm schnell nach. Digga, hast du dir das nicht noch mit Decke geworfen? Ja? Digga, in den Laden auseinandergenommen. Lass ihn gleich zocken. Bro, kann ich dich kurz was anderes fragen, was das ist? Ja. Was so f*** ist das? Oh nein, hab ich Bananen am Arsch? Oh mein Gott, du hast. Bitte, das ist alles das hier, das ist immer Banane. Was ist schmecken will, Bro? Digga. Muss nicht. Ein Kreisverkehr. Wird einfach zum Formel 1 Fahrer. Ändere mal die Kategorie zu Formel 1 2023. Ich würde auch ganz stark vermuten, dass Dominik ein besserer Formel 1 Fahrer wäre als Sascha. Weil immer wenn ich seine Streams gucke bei Formel 1 ist grauenhaft. Ich bin Monaco ehrlich besser geworden. Kann man haten. Ich glaube, Monaco wird meine neue Main. Ah, doch nicht. Ah, okay, doch. Ah, nee, doch. Oh. 41.000 Zuschauer sind. Warum guckt ihr uns zu? Seid ihr dumm? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Welche Loser haben weniger? Mann. Wer steht da? Montana. Trimax. Schalte ich so 12.000? Romatra. Peinlich, oder Romatra, nur 500 Viewer. Peinlich. Romatra, geh off, Digga. Hoste lieber. Ich soll Kevin hosten? Ich bin doch übel am Zocken. Wie soll ich denn jetzt Kevin hosten? Mach mit Flächen raus, warte. Na, warte schön. Er ist einfach das Flashbang-Emote. Ja, was denn? Ich schließe jetzt gleich ab. Raus! Raus! Das ist schon derbe peinlich, wenn die Mom reinkommt. Raus! Weißt du, jeder macht sich die Mühe und versucht sein Setup so einigermaßen auszuleuchten. Selbst Monte, irgendwie sieht man ihn. Ja. Digga, Revi hat als Lampe für sein Gesicht einfach sein gottverdammtes Mikrofon, Bro. Haben die nicht 40.000 Zuschauer und ich gerade 500? Könnt ihr auch machen, ne? Bruder, Montana Black. So muss man sich kleiden, wenn man über 30.000 Zuschauer hat. Da bin ich raus, Spätzle mit Maus. Ah, der war so schlecht. Und trotzdem immer noch besser als jeder Reim von Chef Strobel, den er je gemacht hat. Dass sie auch beides ein Reimbett am Start haben, bin ich auch sehr nice. Warum finden das Leute nicht witzig? Halt die Flasche immer gerade, sonst wird. Was war das denn? Warum trinkt man erstmal so? Warum spuckt man seine aus? Halt die Flasche immer gerade, sonst wird das nicht so komisch aus, das wäre ziemlich schade. Fokus! 1, 2, 3! God damn it. Ah, das war ein Banger. Das war auch wieder ein Banger, Bruder. Also, ich mag auch ganz ehrlich, ich muss sagen, Chef Strobel entwickelt sich immer mehr zu meinem Lieblingsstreamer. Abfahrt.